liebe Camper. Hier haben wir wieder mal ein kleines Endvideo von dieser Umbaumaßnahme von dem Fahrzeug. Und da wollte ich euch jetzt einmal zeigen, habe ich euch ja versprochen, wie wir das Ganze jetzt letztlich im Finalen umgesetzt haben. Das Dach habe ich euch ja schon gezeigt mit diesen Solarplatten. Da sind wir mega begeistert. Hier haben wir ja gesagt, machen wir das Display rein für den Wechselrichter. Auch dieses mal kurz zur Erklärung. Also ich habe hier mehrere Funktionen. Einfach hier einen Kippschalter, dann ist die ganze Geschichte aus. Wir schalten einfach eins ein, dann zeigt er mir natürlich die momentane Batteriespannung an. Hier haben wir dann, müssen wir warten, bis das Licht grün ist, und jetzt haben wir volle Fahrt für den Wechselrichter. Hier stellt man den Batterietyp ein. Hier kann man wählen, dass er hier die Spannung anzeigt oder eben die Watt, sprich kW, was da verbraucht wird. Hier kann man die Ladespannung einstellen. Da haben wir natürlich auf 100% gestellt. Hier haben wir dann die Netz- bzw. die Landstrombegrenzung. Nochmal für alle, die nicht wissen, was eine Landstrombegrenzung ist. Landstrombegrenzung, ihr seht hier die Zahlen 5, 7, 8, 9, 10, 12 bis hin zu 16 Ampere. Und die Pfeilspitze drehen wir einfach dahin, wo wir denken oder beziehungsweise uns vorher vergewissert haben, wie der Platz, wo wir gerade stehen, beziehungsweise die Steckdose, wo das Fahrzeug angesteckt ist, abgesichert ist. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt in Griechenland und haben hier nur eine 8 Ampere Sicherung auf unserem Stellplatz. Dann können wir hier auf 8 stellen. Wenn ich jetzt meinen Föhn anschmeiße und möchte mir die Haare föhnen, dann zieht er die 8 vom Stellplatz und der Rest, wo noch fehlt, zieht er mir hier aus meiner eigenen Batterie. Und das ist eine tolle Geschichte, das finde ich richtig cool. Eigentlich, gerade wenn man mit 230 Volt Geräten mit höherer Wattzahl wie Kaffeemaschine, Föhn und so weiter, Thermomix und was es nicht alles gibt, draußen rumfährt, ist das eine tolle Sache, weil dann kann man hier unheimlich viel damit anfangen, mit so einer Landstrombegrenzung. Gerade wenn man auch mal in andere Länder unterwegs ist, ist das schon echt eine tolle Geschichte. Jo, dann haben wir ja hier unten die ganzen Kabel gesehen gehabt. Die haben wir natürlich alle raus, alle weg, alle sauber verlegt. Die Steckdosen alle sauber angeklemmt. Da innen drin natürlich die ganze 230 Volt Verteilung anständig neu gemacht. Und was ich euch jetzt auch zeigen wollte, ist natürlich, wie das Ganze funktioniert. Wir sind hier nicht am Strom. Hier habe ich jetzt mal einen Heißluftföhn stehen. Der hat hier eine Leistung von 2000 Watt auf 2. Das packt der Föhn, der Wechselrichter locker. Das hat 2000 Watt für Wechselrichter. Also der ist auch, wäre im Prinzip am Limit. Habe ich aber vorher schon mal probiert. Den schalten wir einfach ein. Und der läuft und läuft und läuft. Und der Wechselrichter, der fängt mir dann mal Schnaufen an. Also das finde ich schon echt phänomenal an dem Ding. Jetzt schauen wir mal kurz nach hinten, wie es jetzt hier ausschaut. Halt, nee, jetzt möchte ich euch erst noch was anderes zeigen. Wenn wir hier mal gucken, halt, wie viel das er rauszieht, dann können wir das nämlich gleich an der App auch anständig sehen. Na. Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt seht ihr mal. Also der zieht, wir haben zweimal 150er Batterien verbaut. Er zieht jetzt aus einer Batterie schon 1075 Watt. Also sind wir bei 2140 Watt im Gesamten. Und das ist ein 2000er Wechselrichter. Der schaltet weder ab, noch fängt er es Pusten an, noch wird er heiß. Also ihr seht, hier sind 80 Ampere, 85 Ampere, 84 Ampere. Das heißt, zusammen sind es dann 160, 170 Ampere. Und das packt das Ding ohne große Probleme
und schaltet auch nicht ab, minutenlang, bis die Batterie leer ist. Also ihr seht, wir sind jetzt bei 97%. Ich kann dann jetzt auch noch ein bisschen laufen lassen, also das ist überhaupt kein Thema. So, wie haben wir das da hinten alles gelöst? Das ist unser kompletter Einbau, haben wir ja schon gesehen. Ihr seht, hier arbeitet schon die Solaranlage. Da haben wir zwei Kreise gemacht, weil wir natürlich zwei unterschiedlich große Platten haben. Hier haben wir jetzt den Wechselrichter. Der ist nicht einmal handwarm, gell? Die Lüfter arbeiten noch gar nicht. Also echt eine mega Geschichte. Und das da ist ein 2000 Watt, da steht es, 2000 Watt mit 60 Ampere Ladestrom. Also nur zur Sicherung, dass er nicht denkt, ich erzähle einen Quatsch. Und das Ding ist nicht mal handwarm. Und ihr hört es ja, das Ding macht keinen Muckser. Dann haben wir hier natürlich sauber unsere Kabel verlegt, die ganzen Sicherungen hier beschriftet, dann die Akkus beschriftet, hier sauber beschriftet, die ganzen Sicherungen. Hier kann man natürlich, klar, hätten wir jetzt noch was davor machen können, aber das hätte jetzt in dem Fahrzeug nicht so schön ausgeschaut. Darum haben wir uns entschieden, das so zu machen. Hier unten haben wir ein schönes Verblendungsbrett vorgemacht. Wenn wir das abnehmen, da sind die ganze Verkabelei, das habe ich euch ja auch schon gezeigt, mit Masse- und Plusverteiler, damit es dementsprechend alles sauber abgesichert ist. Damit man aber hier in der Heckgarage nicht irgendwie hinrumpelt, haben wir das schön sauber verblendet. Auch den Deckel hier haben wir ein bisschen abgeändert. Ihr seht, wir haben dann ein bisschen erhöht, haben dann hier mit zwei Muttern festgemacht, damit die Batterien richtig fest sitzen, weil die sind ein bisschen erhöht, die Batterien. 2x 150 Ampere sind da drin. Auch das habe ich euch ja schon gezeigt, wie die drin liegen. Ich wollte es euch nur noch mal final zeigen. Aktuell Katastrophenwetter, 1 Ampere und 0,22 sind 1,2, 1,4 Ampere, wo da dementsprechend immer reindüsen, obwohl hier düster, dick bewölkt. Also finde ich auch richtig phänomenal. Also ist schon eine tolle Sache, das Ding. Dann natürlich unser Ladebooster sauber verkabelt, auch den ausgiebig getestet. Mit 50 Ampere bläst er gut die Batterien wieder voll, macht richtig Laune. Also auch das funktioniert tadellos. Und hier oben haben wir dann natürlich noch die LED-Lampen verbaut, links und rechts. Da oben haben wir noch die Bluetooth-Dongle, damit dementsprechend die Solaranlage auch übers Handy abgerufen werden kann. Man kann natürlich hier aufs Display gucken, kann aber auch aufs Handy gucken und kann dann dementsprechend via App auch die Solarströme im abrufen und natürlich auch was gestern, vorgestern war und letzte Woche, aber leider nicht, was morgen kommt. Jo, ihr seht, auch hier der Wechselrichter immer noch nicht, er bläst immer noch nicht, er ist mucksmäuschenstill. Das Einzige, was er brummen hört, ist der Föhn und er macht sein Geschäft und weit über der Grenze von dem angegebenen Wert von 2000 Watt und das Ding macht einfach sein Ding. Also für mich wirklich eine mega leistungsstarke Kombi und ich kenne keine zweite, wenn man so ein bisschen über die Grenzen schießt von dem Wechselrichter, der das auch auf Dauer mitmacht. Also ich habe auch schon genug getestet und gehabt. Da muss ich einfach sagen, die WCS-Themen sind einfach schon genial. Und immer wieder, auch aus aktuellem Anlass, muss ich sagen, auch die Serviceleistung wie auch die Garantieleistung von diesen Geräten sind einfach der Wahnsinn. Wenn was kaputt ist, einfach herkommen, 1:1 austauschen, nicht lang rumfackeln, nichts einschicken, keine wochenlange Wartezeit. War ja letztens erst ein Video auf YouTube von einem YouTuber, der mit einem Solarregler Riesenprobleme gehabt hat, musste einschicken und nach 8 Wochen immer noch nicht zurückkriegt, dann musste sie doch einen zweiten kaufen, weil sonst wäre er ohne Solaranlage gewesen. Und genau das wollen wir hier vermeiden. Im 21. Jahrhundert ist Serviceleistung halt einfach ein Riesenthema und da finde ich, macht der WCS, sprich der Götz, echt einen Wahnsinnsjob. Die Geräte sind astrein, die laufen top und wenn ich dann noch sicher bin, ich habe 5 Jahre lang einen 1:1
Full-Service-Austausch und ich muss nichts einschicken, muss nicht warten. Meist stellt man es ja immer in den ungelegensten Momenten fest, kurz vorm Urlaub, und dann fahre ich halt schnell hin, lass schnell austauschen und da wird mir geholfen und ich werde nicht wieder vom Hof geschickt und muss ausbauen, einschicken, dann ist das ein Riesenthema. Also muss ich sagen, bin ich voll und ganz dahinter. Das ist auch der Grund, warum wir so begeistert sind von diesen Geräten. Und werden die auch immer mehr und verstärkt anbieten, weil ich habe schon viele Kunden da gehabt, ja, das, wenn wir gewusst hätten, dann hätten wir uns doch anders entschieden, weil es eben einfach ein Thema ist, weil ich hier einfach Support-Service habe. Das ist einfach so. Da kann man nichts wegdiskutieren. Und ja, klar, etwas teurer, aber der Eicher ist auch deutlich, deutlich weniger. Und das allein wäre es mir schon wert. Also, muss man immer wieder sagen. Und ihr seht hier immer noch, der Föhn läuft immer noch, der tut sein Ding. Also, das können wir jetzt minutenlang so durchlaufen lassen. Das sind jetzt, glaube ich, schon knapp 7 Minuten, wo er läuft. Und wir ziehen immer noch über 1000 Watt aus dem Ding. Ja, was soll man da sagen? Also, 91%, 1000 Watt. 8,9, klar, weil die Spannung immer weniger wird, wird es immer mehr Watt. Also, aber das Ding läuft einfach und fällt mir nichts dazu ein. Also phänomenal. Kann bloß immer wieder sagen, tolle Leistung, tolle Geräte. Schaltet man doch immer aus. Aber nur weil er so laut ist. Normalerweise müsste man nicht ausschalten, weil der wird die ganze Zeit durchlaufen, bis die Batterie leer ist. Jetzt haben wir ja schon 10% rausgezogen. Bei 99 haben wir gestartet. Jetzt sind wir bei, ja, 91. Okay, sind 8%. Also ist schon phänomenal. Also da sind wir wieder richtig stolz auf das Auto, was wir hier gebaut haben. Der Kunde kann da auch richtig stolz sein. Das ist richtige Geschichte in die Autarkie. Und das macht richtig Spaß. Jo, das hier dazu, ein kurzes kleines Video, so wie es ausschaut, wie es Finish ist. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstagnachmittag, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und wir hören uns auf alle Fälle nächste Woche wieder. Da werde ich auch einmal ein paar Themen noch anschneiden zum letzten Video, Schwindeltechnologie, beziehungsweise welche Solarplatten und so weiter, ist auch ein Riesenthema, weil nächste Woche haben wir hier echt Solarwochen und dazu werde ich mich auch nochmal äußern und werde euch noch ein bisschen was erzählen dazu. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Genauso, wenn ihr nicht verpassen wollt oder wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach den Kanal sehr gern abonnieren. Auch da sind wir sehr glücklich drüber. Und natürlich die Glocke drücken, dann wird er auch immer informiert, wenn ich ein neues Video rausbringe. Dann verpasst er gar nichts mehr. Auch News gibt es nächste Woche noch zu unserem Treffen, 6., 7. August. Und da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also, macht's es gut, bleibt's gesund, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Grüße aus Dingisbühl und bis bald. Ciao, ciao.